Hallo, meine Hübschen, ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute werden wir mal das Thema Dehnungsstreifen, Schrägstrich Schwangerschaftsstreifen, wie sie auch im Volksmund genannt werden, besprechen. Einige haben es ja, beziehungsweise eigentlich fast jeder hat es, auch einige Männer, vor allem auch Männer im Kraftsport haben teilweise Dehnungsstreifen. Ich selber habe natürlich auch Dehnungsstreifen. Man muss sich für Dehnungsstreifen auch nicht schämen oder so, das ist was ganz Natürliches. Aber es gibt natürlich ein paar Möglichkeiten, Dehnungsstreifen vorzubeugen, dass sie gar nicht erst entstehen. Und es gibt natürlich auch ein paar Maßnahmen, was wir dagegen tun können, wenn wir schon Dehnungsstreifen haben. Darauf werde ich auf jeden Fall auch noch am Ende des Videos eingehen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar, wie entstehen überhaupt Dehnungsstreifen und was sind denn überhaupt Dehnungsstreifen? Also bei mir war es so, ich war ungefähr so um die 14, 15. Da habe ich so meine ersten Dehnungsstreifen genommen. Ich habe damals die Pille genommen, nicht aus verhütungstechnischen Gründen, sondern einfach nur, weil ich eine schönere Haut haben wollte. Und dann habe ich ganz stark zugenommen, also was heißt ganz stark, ich habe circa 3 bis 5 Kilo zugenommen oder so innerhalb von wenigen Monaten. Und dann habe ich halt Dehnungsstreifen an den Innenseiten der Oberschenkel und hier außen so an der Hüfte vor allem bekommen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Also ich denke nicht, dass Leute sich Dehnungsstreifen wünschen. Schwangere haben Dehnungsstreifen auch, ja, natürlich in der Schwangerschaft am Bauch. Oder halt, wie gesagt, auch Männer, die bekommen das zum Beispiel auch durch den Kraftsport, wenn die Muskeln zu schnell wachsen, wenn die zum Beispiel irgendwelche Steroide oder sowas nehmen und die Muskeln dann übernatürlich schnell wachsen, dann reißt oft mal auch hier am Arm die Haut auf und dann haben die hier zum Beispiel am Bizeps so Risse. Und im Prinzip entstehen Dehnungsstreifen einfach nur, weil die Haut zu schnell wächst und das Bindegewebe nicht mehr hinterherkommt und deswegen entstehen halt eben diese Risse. Ihr könnt euch also Dehnungsstreifen vorstellen wie so kleine Verletzungen, die in der Haut entstehen und wenn die noch ganz frisch sind, dann sind die meistens so lila, blau, rot teilweise auch und wenn sie dann verheilt sind, also wenn die Narbe quasi dann abgeheilt ist, dann haben die meistens halt eher eine hautähnliche Farbe. Bei mir zum Beispiel sind die ein bisschen heller als meine Hautfarbe. Wenn ich gebräunt bin oder so oder wenn ich Selbstbräuner drauf schmiere, dann werden diese Stellen irgendwie nicht so krass gebräunt und sind dann noch heller quasi. Und Dehnungsstreifen entstehen meistens bei einer schnellen Gewichtszunahme, aber können auch bei einer schnellen Gewichtsabnahme entstehen oder eben bei krassem Muskelwachstum. Die meisten bekommen ihre ersten Dehnungsstreifen in der Pubertät, weil dann viel Cortisol ausgeschüttet wird und das eine Verminderung der Elastizität des Bindegewebes erzeugt. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Tipps, die ich für euch habe, was ihr tun könnt, um Dehnungsstreifen vorzubeugen und dass sie erst gar nicht entstehen können. Zu 100% kann man es natürlich nicht immer vermeiden. Da spielt natürlich auch viel Genetik auch eine Rolle. Manche Leute neigen einfach zu einem schwächeren Bindegewebe als manche anderen. Aber es gibt halt einige Möglichkeiten und die möchte ich euch jetzt gerne verraten. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall schon mal die Ernährung, weil da kann man einiges falsch machen. Achtet auf jeden Fall, dass ihr genügend Spurenelemente zu euch nehmt, wie zum Beispiel Mangan und Kupfer. Mangan ist vor allem in Haferflocken enthalten und Kupfer ist vor allem in Hülsenfrüchten und Nüssen enthalten. Diese Spurenelemente unterstützen den Erhalt und die Bildung eures Bindegewebes. Dann ist auch noch ganz wichtig Vitamin C. Vitamin C ist zum Beispiel in Orangen, in Spinat oder in Grünkohl enthalten und das stärkt eben die Kollagenbildung, sodass eure Haut eben ja elastischer quasi ist und ist natürlich auch gut fürs Immunsystem. Was auch noch ganz wichtig ist, ist der Säure-Basen-Haushalt. Wenn eure Haut und euer Körper übersäuert sind, dann kann das auch zu weniger Elastizität der Haut führen und somit schneller zu Dehnungsstreifen führen. Und zwar sind zum Beispiel sehr saure Lebensmittel, alle Milchprodukte, alle Fleischprodukte, tierische Produkte sind sehr sauer, aber auch Weizen, Getreide und stark verarbeitete Nahrungsmittel, alles mit Industriezucker, wo Industriezucker ist. Also alle Lebensmittel, wo das, was ich gerade gesagt habe, drin ist, wirkt sich schlecht auf eure Haut und auf eure Dehnungsstreifen somit auch auf. Versucht das zu vermeiden. Natürlich ist es schwer, das zu 100% immer zu vermeiden. Das verlangt auch gar keiner. Versucht euch auf jeden Fall basenüberschüssig zu ernähren. Achtet darauf, eben keine übersäuerten Lebensmittel zu euch zu nehmen, sondern lieber Gemüse, Haferflocken, Hülsenfrüchte und einfach nicht so krass viel Fast Food und stark verarbeitete Lebensmittel. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt der Ernährung und zwar ist das Wasser trinken. Trinkt Wasser, trinkt mindestens 3 Liter Wasser am Tag. Ich schwöre es euch, Leute, eure Haut wird es euch wirklich verdanken, auch eure Nägel, eure Haare, das wird alles weicher und wird besser wachsen. Also die Nägel werden nicht weicher, die werden natürlich dann gestärkt werden. Aber ja, Wasser versorgt natürlich nicht nur euren Körper, eure Haare mit Flüssigkeit, sondern leitet auch Schadstoffe aus dem Körper aus.
aus. Deswegen trinkt mindestens 3 Liter Wasser am Tag und wenn ihr Sport macht, auch mehr. Umso mehr, umso besser eigentlich. Man kann eigentlich nicht zu viel Wasser trinken. Was ihr auch noch machen solltet, um Dehnungsstreifen zu vermeiden, ist zum Beispiel Massagen, Sport. Alles, was eure Durchblutung fördert, ist auf jeden Fall super und hilft gegen Dehnungsstreifen. Dann noch ein weiterer Punkt, der wahrscheinlich für viele auf der Hand ist. Pflegt euren Körper. Cremt eure Haut ein mit Ölen, mit natürlichen Ölen. Ihr könnt Mandelöl verwenden, ihr könnt Kokosöl verwenden, Arganöl. Achtet da auf eine gute und kaltgepresste Qualität, weil in vielen Ölen können auch Erdöle drin sein oder irgendwas reingemixt, was eurem Körper nur schadet, irgendwelche Zusatzstoffe. Versucht einfach diese Chemiekeulen, diese Cremes, die ihr im DM für 2 Euro oder so kaufen könnt, zu vermeiden. Das belastet eure Haut und durch eure Haut kommt auch alles in euren Körper. Unsere Haut ist das größte Organ und die Haut nimmt eben auch alles, was wir auf sie drauf schmieren und eincremen, nimmt die Haut auf und leitet es eben in die Organe, in den Körper. Und wenn wir dann diese ganzen Chemiekeulen, diese ganzen Zusatzstoffe, diesen ganzen Silikon und den Quatsch, was in den herkömmlichen Pflegemitteln drin ist, dann in unserem Körper haben, muss der Körper auch erstmal wieder diese Schadstoffe ausscheiden. Und es ist auch teilweise so, dass wirklich sich diese Zusatzstoffe und diese Chemikalien im Bindegewebe anreichern und dann auch zu Zellulite und weiteres führen, weil eben die Fettzellen sich um, ihr könnt es euch so vorstellen, also ihr habt einen Schadstoff in eurem Körper und die Fettzellen machen eine Schutzschicht um den Schadstoff außen herum, weil der Körper teilweise überfordert ist mit der Ausscheidung der ganzen Umweltfaktoren, der ganzen negativen und chemischen Zusatzstoffe, die in eurem Körper sich befinden. Bevor der Körper eben vergiftet, weil zu viele Chemikalien in eurem Körper sind, werden diese zum Beispiel auch Schwermetalle oder etc. dann eben in den Fettdepots eingespeichert und genau, das ist halt quasi so ein Schutzmechanismus. Achtet auf jeden Fall drauf, was ihr auf eure Haut tut. Überdenkt es, lest euch die Inhaltsstoffe vorher durch. Es gibt auch 2 ganz tolle Apps, CodeCheck und ToxFox. Da lese ich mir das alles durch, dass auch keine hormonellen wirksamen Stoffe drin sind. Euer Körper wird es euch danken, eure Haut wird es euch danken, eure Gesundheit wird es euch danken. Und den Tipp lege ich euch einfach ja, ans Herz. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt, und zwar der Behandlung der Dehnungsstreifen. Was wir machen können, wenn wir denn schon Dehnungsstreifen haben. Also wir müssen da unterscheiden zwischen frischen Dehnungsstreifen, die gerade erst entstanden sind, die noch bläulich, lila etc. verfärbt sind. Da könnt ihr auf jeden Fall noch einiges machen, wenn ihr eben die Haut mit Ölen eincremt, viel Wasser zu euch nehmt. Aber wenn die Dehnungsstreifen schon älter sind und eine abgeheilte Wunde quasi sind, dann ja, kann man mit Ölen und so leider nicht mehr viel machen. Aber da gibt es tausende Möglichkeiten und ich zähle euch jetzt mal ein paar davon auf, was ihr denn da so machen könnt. Man braucht halt da schon einen größeren Eingriff, das kann man nicht einfach so wegcremen, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Also zum einen gibt es natürlich die Lasertherapie und die Carboxytherapie. Dabei wird Kohlendioxid mit kleinsten Nadeln in die Dehnungsstreifen injiziert und das Gas breitet sich dann in der Haut aus und sorgt dafür, dass die Gefäße sich erweitern und das Gewebe sich erneuert. Dann gibt es auch noch Mikroneedling. Mikroneedling wird zum Beispiel auch gegen Falten, gegen Pigmentstörungen oder gegen Altersflecken angewendet, sowie auch gegen Dehnungsstreifen. Und zwar wird da über eure Haut einen Dermaroller gerollt, der dann in die oberste Hautschicht, also in die Epidermis, mit ganz kleinen Nädelchen eindringt und somit die Haut verletzt. Oft wird dann auch noch ein Serum, zum Beispiel Hyaluronsäure oder Antioxidantien injiziert. Mikroneedling solltet ihr nicht zu Hause anwenden, sondern lieber vom Experten durchführen lassen, weil das auch oftmals schief gehen kann. Dann gibt es auch noch Ultraschallbehandlungen, chemische Peelings und die Kryotherapie. Bei der Kryotherapie werden die betroffenen Hautstellen mit Kälte, also mit flüssigem Stickstoff behandeln, um das veränderte Gewebe zu zerstören. Diese Behandlungsform wird auch schon bei Menschen, die unter Warzen, unter Tumoren oder anderen Gewebserkrankungen erfolgreich eingesetzt. Aber zum Schluss möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ich habe auch Dehnungsstreifen und Dehnungsstreifen sind definitiv nicht das Schlimmste in der Welt. Ich finde, es gehört auch irgendwie ein bisschen dazu. Ich finde es gar nicht schlimm oder eklig oder so. Ich kann es auf der anderen Seite natürlich auch verstehen, wenn einen die Dehnungsstreifen richtig, richtig krass stören und man auch echt mehrere Dehnungsstreifen hat, die sehr stark ausgeprägt sind oder so. Aber es gibt ja zum Glück Möglichkeiten, um diese ein bisschen vorzubeugen und zu behandeln. Und wie gesagt, das ist absolut nicht das Schlimmste in der Welt. Und für mich gehören die Dehnungsstreifen zu meinem Körper dazu. Früher, als ich in der Pubertät war und wo sie ganz neu waren, hat es mich schon ein bisschen gestört. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und es hat ja eigentlich fast jeder. Also von daher ist es echt nichts Dramatisches und es gibt schlimmere Sachen auf der Welt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte, wenn ihr unter Dehnungsstreifen leidet
oder falls es euch einfach interessiert hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich immer sehr. Oder abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Overdose, slow poke, don't choke, this is a psychosis, kitty cat poke.